Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Wirsit für euch. Heute bin ich mal nicht auf der Leinwand. Ich wollte einmal in dem Video euch zeigen, wie ihr zu meinen Anzeigen kommt, beziehungsweise auf meinen Kanal, wie ihr da über mehr Anzeigen auf die unterschiedlichsten Nahrungsergänzungen und Produkte kommt, die ich über zig Jahre hin jetzt getestet habe und euch mit ruhigem Gewissen empfehlen kann. Weil mich da wirklich tagtäglich immer echt viele Leute fragen und wie man dorthin kommt und ob man nicht mal noch was verlinken kann. Ich mache das natürlich gerne, aber habe mir dann im Umkehrschluss dann einfach jetzt überlegt, okay, dann stelle ich mal ein Video rein und zeige euch mal, wie ich das Ganze so durchführe. Okay, fangen wir an. Wir fangen an, ihr geht an mit der Suche. Mr.SITD, SIT, reicht schon vollkommen aus. Dann kommt ihr auf meinen Kanal, beziehungsweise hier seht ihr ganz am Anfang meinem Kanal schon. Dort müsst ihr nur auf Mr. Sid natürlich gesund klicken. Ja. Dann läuft hier ein Intro ab, das wird wie gesagt noch überarbeitet. Und jetzt geht ihr auf Videos. Und jetzt sind hier chronologisch alle Videos von mir, die ich jemals reingestellt habe. Also da könnt ihr auch gucken, ob ihr irgendwelche noch so interessant findet. Es sind auch viele alte Videos, die echt super geil sind. Ich habe mir wirklich bei jedem Video extreme Mühe gegeben und wirklich mit bestem Gewissen versucht, euch da das Optimum sozusagen zu bieten und alles Mögliche rauszuholen. Und was auch ganz lustig ist, die Geschichte. Man sieht das hier an einigen Videos. Wie sich mein Körper entwickelt hat. Ich hatte das jetzt erst als Thema wieder. Und wie stark ich doch auch schon über die Zeit hin dünner geworden bin und wie man sich im Allgemeinen natürlich auch verändert hat. Okay, genau. Das war es erstmal dazu. So, jetzt seid ihr auf Videos. Jetzt seht ihr hier, das ist jetzt momentan das aktuellste Video. Es spielt aber vollkommen keine Rolle, was es für eins ist. Ihr klickt einfach auf das aktuellste Video, so seid ihr auf der sicheren Seite. Ich versuche zwar immer alle Videos immer zu aktualisieren und immer auf dem Laufenden zu halten, aber das ist mir nicht immer geglückt und ist mit unheimlich viel Zeit verbunden. Und die meisten, muss ich ganz ehrlich sagen, machen das schon gar nicht. Ich geb mir manchmal schon die Mühe und mache das immer, aber ständig jedes Produkt immer wieder neu zu aktualisieren, sind mittlerweile auch schon über sind 100, 130, 140 Videos, die ich mittlerweile drin habe. Und das dauert einfach viel zu lange. Deswegen immer auf das aktuellste Video klicken, da dann auf mehr Anzeigen. Also ihr habt hier immer noch was Kleines, was ich immer noch mit reinschreibe. Und wenn ihr jetzt das Video hier so vor euch habt, hier ist der Name, Aufrufe und hier habt ihr dann mehr Anzeigen. Und bei jedem Video ist das gleich. Da klickt ihr einfach nur drauf. Und dann habe ich hier immer noch einen kleinen Text geschrieben. Und ab hier, ab dem Punkt, findet ihr dann alle Nahrungsergänzungsmittel oder Stoffe und alles, was ich jetzt wirklich über die Jahre getestet habe. Ich habe mit den wichtigsten Punkten so grob angefangen. Gut, okay, der E3 müsste eigentlich ganz oben stehen, aber hat das hier in verschiedenen Spalten unterteilt, sodass es relativ schlüssig ist und auch ja, schnell Dinge finden solltet, die ihr braucht. Ja, egal ob das jetzt Entgiftung ist, Schmerzkiller und. Hier zum Schluss unten habe ich immer noch mal ein paar Bücher hingeschrieben und so einen kleinen Geheimtipp, zwei kleine Geheimtipps. Letzten Endes könnt ihr hier alles Mögliche finden. Ich habe auch immer zu den Dingen, die vielleicht nicht ganz so klar sind, habe ich dann immer noch was hingeschrieben, für was das ist und was das einem bringt. Ansonsten stehen euch da auch die Videos so sonst zur Verfügung, um euch da die nötigen Informationen zu holen, die ihr letzten Endes denn dafür braucht. Ja, zum Beispiel Thema Kollagen ist da ein ganz wichtiger Punkt und. Okay, das war's dazu. Ich hoffe, das Video konnte ein bisschen ja, Licht ins Dunkel bringen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, na, über so einen kleinen Daumen hier, zack, oder über so ein kleines Abo, natürlich auch, würde ich mich auch sehr freuen. Denkt dran, die Glocke zu aktivieren, ja, das ist auch immer noch ein wichtiger Punkt. Wenn ihr noch weitere Infos und sowas haben möchtet,
gern die Glocke noch dazu aktivieren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Sid.